Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen vom GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut, präsentiert. Dem Hamburger Original für den konkreten Trauerfall und für die Bestattungsvorsorge. Wenn die Welt auf einmal stillsteht, helfen wir vom GBI Ihnen individuell und zuverlässig. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Moin moin, liebe Hörer, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt, und natürlich ist auch wieder Klaus Püschel hier, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin und ein ganz besonders toller Experte in Sachen Tod. Und heute mit einem wirklich seiner prägnantesten Fälle, geheimnisvoller Tod. Aber du bist wieder dran. Ein geheimnisvoller Tod, ganz genau. Der Tod, kann man wirklich sagen, ist das größte und finale Geheimnis. Was danach kommt, wissen wir überhaupt nicht. Manchmal sind schon die Umstände des Ablebens eines Menschen mysteriös, mitunter sogar noch nach Jahrzehnten. Ein Beispiel: Wer wollte Kennedys Tod? Oder starb Marilyn Monroe wirklich durch die eigene Hand? Auch einer der spektakulärsten Todesfälle, die Deutschland je erlebt hat, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Der nämlich des CDU-Politikers Uwe Barschel. Ja, echt spektakulär. Das war der Fall wirklich damals vor über 3 Jahrzehnten. Er war es unter anderem auch wegen eines Fotos des toten Politikers, das damals wirklich um die ganze Welt ging. Die meisten erinnern sich sicher daran, obwohl der Fall mittlerweile mehr als 30 Jahre zurückliegt. Das Bild zeigt den toten Dr. Uwe Barschel, wie er vollständig bekleidet in der Badewanne eines Genfer Hotels lag. Im Bereich der rechten Hand so ein Tuch, auf dem das Gesicht halb zu liegen kommt. Und seit diesem 11. Oktober 1987, als der Tod bekannt wurde, wird überlegt, war es nun Suizid oder war es Mord? Und auch heute noch, wir haben es gesagt, mehr als 3 Jahrzehnte später gibt es noch immer glühende Anhänger beider gegensätzlicher Theorien. Was hast du damit zu tun mit dem Tod von Uwe Barschel? Du warst ja nun ganz dicht dran dabei. Ja, erstmal war ich weit weg. Ja, das Ganze war ja in der, später dann. In der Schweiz. Später waren wir ganz nahe dran, weil der Leichnam zu uns gebracht wurde. Ja, den Umständen eines Todes auf die Spur kommen, Da fällt mir immer wieder ein, die äußeren Umstände. Das ist etwas, worüber ich immer wieder philosophiere. Das ist eine der vielen Facetten meines Berufes, die mich antreiben und faszinieren. Wie ist ein Mensch gestorben? Warum? Die vielen W-Fragen. Wie können wir auch den betroffenen Hinterbliebenen Gewissheit geben, was genau passiert ist? Über den Fall Uwe Barschel, bei dem ich den Leichnam zusammen mit meinem damaligen Chef, Professor Werner Janssen, auch bekannt als Krimi Janssen, obduziert habe, kann ich sagen, aus meiner Sicht liegen alle relevanten Fakten auf dem Tisch. Sie werden aber bekanntlich sehr unterschiedlich interpretiert. Es gibt eine schier unendliche Diskussion über die äußeren Umstände und speziell auch die Frage nach der Todesart. Ob die eben selbst gewählt war, Suizid, oder fremdbestimmt, also Tötung, Mord. Meines Erachtens geht es da heute in den Diskussionen
auch damals schon mehr um Interessenlagen als um Objektivität. Das ist ähnlich wie zum Beispiel auch im Fall Kennedy, den du schon angesprochen hast. Die Legenden flammen immer wieder neu auf. Wer könnte denn Barschels Tod gewollt haben, so sehr, dass er vor einem Mord nicht zurückschreckt? Der gescheiterte Kieler Ministerpräsident war in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 1987 in Zimmer 317 des Genfer Hotels Beau Rivage gestorben. Und er hatte bis dahin ein wirklich bewegtes Leben hinter sich und viele hatten ihm wirklich eine noch größere Karriere zugetraut, als er sie schon bis dahin hatte. Aber es gab auch offenbar zwielichte Aktivitäten und durchaus heikle Kontakte, Interessen und auch Konflikte, die ihn in Gefahr hätten bringen können. Es gab zum Beispiel die Theorie, er könnte von der Stasi oder gewissen Iran-Kontra-Verschwörern in eine Falle gelockt worden sein. Oder auch ein Gedanke, der von manchen aufgebracht wurde, er wurde von einer international agierenden Gruppe von Waffenhändlern gemeuchelt oder vom Mossad oder von der CDU. Und für all diese Theorien gibt es Anhänger und Ermittlungsvorgänge. Ja, das schon. Da hast du recht. Aber so aus meiner Sicht, die Art und Weise, wie der prominente Politiker zu Tode kam, entspricht aus rechtsmedizinischer Erfahrung nicht der Vorgehensweise der Täter bei einem organisierten Verbrechen, wenn man das Ganze so im Lichte einer operativen Fallanalyse sieht. Der Tod von Uwe Barschel folgt in seinem Szenario eher dem Fahrplan von Suizidhilfeorganisationen, wie man dies aus deren Selbstdarstellung ja relativ einfach aus dem Internet herauszuziehen findet. Dafür finden sich eben viele Handlungsanweisungen, ich nenne das manchmal sogar Kochrezepte. Kochrezepte klingen in dem Zusammenhang doch etwas speziell. Ja, naja, also wie man das Ganze eben so zusammenkocht, dass es so oder so aussieht. Oder in diesem Fall geht es ja tatsächlich um Runterschlucken, kann man fast sagen, Essen einer größeren Menge von Tabletten. Solche Fälle geschehen gerade in neuerer Zeit, ja, durchaus noch häufiger, weil die Menschen beim selbstgewählten Ende ihres Lebens einem Fahrplan folgen, wie er im Netz, im Internet vorgegeben ist. Und im Fall Uwe Barschel, schon lange vor seinem mysteriösen Tod in einer Badewanne, war er auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die maximale Aufmerksamkeit erregt hat. Er hat einen rasanten Aufstieg hingelegt, aber dann auch einen noch schnelleren Absturz. So kann man sein berufliches Leben eigentlich zusammenfassen. Schon im Alter von 29 Jahren ist er CDU-Fraktionschef im Kieler Landtag geworden. Er hat eine entfernte Verwandte aus der Familie von Otto von Bismarck geheiratet, ist Vater von 4 Kindern geworden, er gilt als ehrgeizig, konservativ, ehrenwert, kurz. Für viele war er schlicht der Mustermann. Ja, so hat die Öffentlichkeit den Juristen mit den 2 Doktortiteln lange Zeit wahrgenommen. Ich übrigens damals durchaus auch so ähnlich. Dass er auch einen Flugzeugabsturz als einziger von 4 Menschen an Bord überlebt und trotz schwerer Verletzungen nur wenige Wochen später einen anstrengenden Wahlkampf zur Landtagswahl bestreitet, zum Teil übrigens an Krücken. Das verstärkt den Mythos Barschel, so kann man das, glaube ich, nennen, der Mythos, noch weiter. Hart im Nehmen, in jeder Hinsicht, aber das haben viele auch gesagt, auch hart im Austeilen.
Er scheint so gewesen zu sein, dass er als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident mit seinen Ambitionen sich noch lange nicht am Ziel gesehen hat. Viele haben ihm wohl auch noch ganz andere Positionen zugetraut. Aber dann wurde die Barschel-Affäre bekannt. Man hat diesen Skandal in Anlehnung an die Watergate-Affäre um den US-Präsidenten Richard Nixon auch Watergate genannt. Jedenfalls sind Machenschaften von Barschel öffentlich geworden, die wirklich ganz Deutschland erschüttert haben. Nämlich kurz vor der Landtagswahl im September 1987 hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Story veröffentlicht mit der Überschrift Barschels schmutzige Tricks. Und in dieser Geschichte hieß es, Barschel habe eine Verleumdungskampagne gegen seinen Herausforderer initiiert, den damaligen SPD-Mann Björn Engholm. Barschel habe tatsächlich versucht, Engholm zu bespitzeln, hieß es da, um ihn zu diskreditieren. Und diese Nachricht kam bei der Bevölkerung verständlicherweise, muss ich sagen, überhaupt nicht gut an. Ja, ich würde sagen, verständlicherweise. Und die Aufdeckung dieser Manipulationen hat sich dann auch wirklich verheerend auf das Wahlergebnis ausgewirkt. Die CDU, die 4 Jahre zuvor noch die absolute Mehrheit gewonnen hatte, wird jetzt nur noch die zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Und 5 Tage später, nach dieser Wahl mit dem Debakel für die CDU, hat Barschel auf einer Pressekonferenz sein berühmtes Statement abgegeben. Er sagte, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. An dieses Ehrenwort haben sich auch viele erinnert. Ja, aus meiner Sicht würde ich das ein bisschen anders so formulieren. Dieser eindeutig falsche Schwur kann ihn jetzt auch nicht mehr retten. Wegen des zunehmenden Drucks aus seiner eigenen Partei tritt Barschel schließlich am 2. Oktober 1987 als Ministerpräsident zurück. Und dann, ja, damit hatte wirklich keiner gerechnet, 9 Tage später die einzigartige Schlagzeile, wirklich dann wahrgenommen von der gesamten Weltöffentlichkeit, dass der 43-Jährige unter mysteriösen Umständen ganz plötzlich verstorben ist. Ja, die Schlagzeile dann in Kombination mit dem Foto, von dem wir ja eingangs gesagt haben, dass es um die Welt ging. Wir haben diesen besonderen Fall um den Tod von Uwe Barschel ja auch in unserem Krimisachbuch Totes Schweigen nicht geschildert. Wieso war Barschel überhaupt in Genf? Wir waren ja eben inhaltlich sozusagen in Kiel, wo er sein Ehrenwort abgegeben hat. Und dann ist er nach Genf gereist. Dort war er über Gran Canaria hingereist. Zunächst nach seinem Rücktritt ist er mit seiner Frau auf die Insel geflogen und ist dann aber allein in die Schweiz weitergeflogen, nach Genf. Und seine Witwe erzählte später, er habe dort einen Informanten treffen wollen, von dem er sich Entlastungsmaterial erhofft habe und wichtige Fotos in dieser Bespitzelungsaffäre. Also der hatte gehofft, dass er irgendwie noch aus der Nummer rauskommt. Offenbar, so hat die Witwe es jedenfalls erzählt, sicher ist, dass der 43-Jährige an jenem Abend in Genf aus seinem Hotelzimmer noch mehrere Telefonate führt. Und fest steht auch, dass er sich eine Flasche Rotwein bestellt, die ihm ein Kellner wenig später aufs Zimmer bringt. Ja, und später hat dann diese Flasche Rotwein niemand mehr gesehen und 2 Gläser stehen auf dem Tisch. Ja, und Barschel hat auch niemand mehr lebendig wiedergesehen. Nee, lebendig nicht mehr. Dafür geht dieses Foto, das den toten Barschel zeigt, wenig später um die Welt. Wir haben es erwähnt. Aufgenommen hat es ein Reporter des Stern, der Zeitschrift Stern. Sebastian Knauer war das.
Der Reporter hatte Barschel zusammen mit dem Fotografen Hans-Jörg Anders interviewen wollen. Und im Hotelzimmer hat er den CDU-Mann dann entdeckt. Er hat gesehen, Barschel liegt tot und vollständig bekleidet in der Badewanne in Zimmer 317. Und die Mundpartie ist knapp oberhalb des Wasserspiegels, die rechte Kopfseite an ein zusammengerolltes Handtuch angelehnt. Und der zweite Knopf des Oberhemdes ist abgerissen. Also das sieht man auch, wenn man auf dem Foto genau hinguckt. Die Nachricht vom Tod des Politikers, die dann natürlich veröffentlicht wird, schlägt wie wirklich wie eine Bombe ein. Es gibt Eilmeldungen, Radiosender unterbrechen ihr Programm, um die Neuigkeit natürlich möglichst schnell zu verbreiten. Wo hast du denn damals gesteckt, als die Nachricht bekannt wurde? Ja, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich daran noch ganz genau. Das ist so fast wie heute vor mir. Wir waren damals als Team der Gerichtsmedizin auf der Rückfahrt von einer Sektion im schleswig-holsteinischen Heide, also auf dem Weg nach Hamburg. Wir hatten gerade eine junge Frau obduziert, die unter mysteriösen Umständen in einer psychiatrischen Klinik verstorben war. Ein Fall, da müssten wir auch mal drüber berichten. Und wir sitzen dann als Obduktionsteam im Auto, das da in Heide war, eine sogenannte Außensektion, und diskutierten noch über ärztliche Fehldiagnosen und die Fehldeutung der äußeren Umstände eines Krankheitsgeschehens. Da wart ihr ja sozusagen schon beim Thema, obwohl ihr nicht gewusst habt. Da ging es um den Tod der jungen Frau. Ja, klar. Und dann hörten wir auf einmal die Nachricht, dass Uwe Barschel in der Schweiz erschossen, also das hieß damals wirklich noch erschossen, war und tot in einem Hotel aufgefunden wurde. Erschossen? Ja, das war wirklich die erste Meldung. Im Verlauf der nächsten Stunde gab es dann allerdings eine starke Abwandlung der Ausgangsnachricht. Die Rede war jetzt von einem Ertrinken in der Badewanne da im Hotelzimmer. Jede Reise hat eine Endhaltestelle. Bestimmen Sie diese mit der einzigartigen GBI Bestattungsvorsorge selbst. Für sich und für Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut, dem Hamburger Original seit 100 Jahren, erhalten Sie eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Ja, wenn drei Fachleute zusammensitzen, so wie ihr in diesem Auto, so wie du es gerade geschildert hast, und so eine Nachricht hören, wirklich eine sensationelle Nachricht, dann wird das sicher darüber diskutiert. Ich weiß ja nun auch, dass ein erster Eindruck an einem Leichenfundort sich später als falsch erweisen kann. Wie ging es euch denn damals? Natürlich waren wir jetzt erstmal unsicher. Wir hatten ja nur die Informationen aus Presse, Funk und Fernsehen sozusagen. Keinerlei eigene Feststellungen. Und ich habe zusammen mit meinen akademischen Lehrern Werner Janssen und Bernd Brinkmann, beide ja herausragende Rechtsmediziner, schon sehr häufig über diese äußeren Umstände eines Todes philosophiert. In diesem Falle, also zum Beispiel in der Badewanne, mit dem da von Knauer gemachten Bild. Also gemeint ist die Auffindungssituation eines Leichnams, die eine erste Blickdiagnose nahelegt, die allerdings völlig falsch sein kann. Denn die äußeren Umstände sind manipulierbar. Der Täter oder auch ein Zeuge oder andere hinzukommende Personen können die Situation am Fundort eines Leichnams extrem verändern, manipulieren, die äußeren Umstände anders darstellen. Und möglicherweise versucht ja auch das Opfer sogar selbst eine falsche Spur zu legen. Eine falsche Spur vom Opfer selbst? Verrat doch da bitte mal ein Beispiel, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Oh, da gibt's wirklich viele, viele Beispiele. Zum Beispiel wird mit einem Verkehrsunfall ein Suizid vertuscht, um etwa eine Versicherungssumme
zu erlangen. Also einer fährt mit dem Auto gegen die Wand und will für die Familie oder die Ehefrau noch die Versicherungssumme kassieren von einer Unfallversicherung. Eigentlich ist das aber ein Suizid. Oder es wird ein erhängter Suizid von den Angehörigen oder Freunden aus dem Strick herausgenommen. Der Strick wird abgenommen und der Leichnam ins Bett gelegt. Das könnte zum Beispiel aus religiösen Gründen so manipuliert werden. Ja, verstehe. Man kann dann die Strangmarke am Hals auch noch durch eine Kinnbinde verdecken oder ein Halstuch. Und der Leichenschauarzt vermutet dann einen natürlichen Tod, weil er eben friedlich im Bett zu liegen scheint. Wenn er nicht genauer hinguckt, genau. Aber kommen wir zurück zu unserem Fall Barschel. Da wird nämlich über einen natürlichen Tod nicht wirklich spekuliert. Suizid oder Mord, das sind nach Überzeugung aller die einzigen wahrscheinlichen Alternativen. Aber die polizeilichen Untersuchungen, die er da gibt, es gibt Probleme, echte Pannen. So stellt nämlich die Schweizer Polizei in dem besagten Hotelzimmer Verpackungen von Medikamenten sicher. Aber später sind die unauffindbar, rätselhafterweise. Vermutlich wurden sie von den Ermittlern versehentlich entsorgt. Also ich möchte auf jeden Fall niemanden unterstellen, dass er daran Interesse gehabt haben kann, ne, versehentlich. Außerdem ist die polizeiliche Kamera, mit der der Tatort fotografiert wurde, defekt, was auch erst im Nachhinein leider bemerkt wird. Und die Folge ist, alle Bilder sind unscharf gewesen. Ja, es gab da auch noch eine Reihe weiterer Pannen bei den Ermittlungen. Also wie gesagt, beispielsweise wurden verschiedene Sachen nicht gefunden, aber auch gar nicht wirklich gesucht. Zum Beispiel diese Rotweinflasche. Die einzigen verwertbaren Fotos, die es jetzt noch vom ursprünglichen Zustand des Leichnams und des Hotelzimmers gibt, das sind die, die der Stern-Reporter Sebastian Knauer geschossen hat. Unmittelbar, nachdem er den toten Barschel da in der Badewanne entdeckte. Mit Sebastian Knauer, ja, bin ich heute sehr gut bekannt. Wir haben über den Fall Barschel häufig diskutiert, auch sehr, sehr intensiv, sehr hart diskutiert. Er hat mir persönlich nochmal alle Details geschildert aus dem Hotelzimmer zur Auffindungssituation in der Badewanne, natürlich ganz speziell, und hat mir auch erzählt, wie er damals die Fotos gemacht hat und was er da so an persönlichen Beobachtungen am Leichnam gemacht hat. Die Bilder, die er da geschossen hat, die sind ja nun wirklich aufschlussreich gewesen. Sie zeigen unter anderem, dass der Kopf von Barschel oberhalb der Wasseroberfläche ruht. Also mit anderen Worten, der 43-Jährige ist nicht etwa ertrunken, wie man vielleicht annehmen kann, wenn jemand in der Badewanne liegt. Und das hat sich auch bei der Sektion bestätigt, die Schweizer Experten vorgenommen haben. Tatsächlich, so das Ergebnis der Schweizer, ist er durch einen Medikamentencocktail zu Tode gekommen. Ja, das war schon die erste Diagnose, die nach relativ kurzer Zeit herausgegeben ist, nachdem die toxikologischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Bei Barschel werden insgesamt letztlich 8 Medikamente im Körper vorgefunden. Von einem, nämlich dem Beruhigungsmittel Tavor, heißt es, dass Barschel dieses Medikament bereits seit Jahren konsumiert hat. Und unter den anderen 7 Medikamenten, die bei ihm nachgewiesen wurden, befindet sich noch das Barbiturat Cyclobarbital. Ferner ein Schlafmittel. Dazu Diazepam, also Valium, so kennen das die Leute hier bei uns, und ein stark sedierendes Antihistaminikum, also ein Mittel, das Übelkeit und Brechreiz verhindern soll. Die Genfer Staatsanwaltschaft geht nach diesen toxikologischen Untersuchungsergebnissen sehr schnell davon aus, dass Barschel alle diese Mittel
selbst eingenommen hat und klassifiziert das dann tatsächlich auch als Suizid. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, also 8 Medikamente hast du gesagt, unter anderem ein starkes Beruhigungsmittel, unter anderem ein Schlafmittel, das hört sich nach einer ordentlichen Dröhnung an. Das kann man sicherlich so sagen, also riesiger Cocktail auch alleine von den Medikamentenmengen her. Und die Ermittler gehen eben davon aus, dass sich der Politiker Barschel dann bekleidet in die gefüllte Wanne gelegt hat. Es wird noch viel über bestimmte Rahmenbedingungen spekuliert, also warum der Hemdknopf ab, was ist mit dem einen Schuh, wie war der zeitliche Ablauf des Sterbens, wie sind die Medikamente resorbiert worden, aber für die Schweizer im Ergebnis dann eben eindeutig ein Suizid. Denn ist er nämlich dann in der Badewanne eingeschlafen ist und an den überdosierten Schlafmitteln gestorben ist. Das war ja deren Ergebnis. Ja, das war das klare Ergebnis der Schweizer. Und nachdem die Medien übrigens über diese Art von Suizid, Selbstmord ist ja eigentlich ein falsches Wort, also die Verbindung mit Mord, also von über diesen Suizid sehr ausgiebig berichtet hatten, das war ja bei Barschel auch eigentlich nicht anders zu erwarten, hatte das eine sehr negative Konsequenz. Was ist da passiert? In der Folgezeit haben sich nämlich die Suizidfälle in der Badewanne gehäuft. Also kann man zynisch sagen, das hatte Vorbildcharakter. Genau, also wir nennen das auch Nachahmungssuizide. Und dafür gibt's auch so einen Fachausdruck. Man bezeichnet das als sogenannten Werther-Effekt. Und dieser Ausdruck für das faszinierende Phänomen der Nachahmung bei Suizidenten geht auf einen Brieferoman des jungen Goethe zurück. Mhm. Wir haben damals übrigens in der Folgezeit in Hamburg und Umgebung sämtliche Suizidfälle in der Badewanne geprüft. Und ich habe über das Thema eine eigene Doktorarbeit anfertigen lassen. Wir haben viele Fragen sehr detailliert analysiert. Also um nur ein Beispiel zu nennen, inwieweit der Auffindeort Badewanne rein statistisch eher für Suizid oder Fremdtötung spricht. Was denkst du wohl? Ja, was kam denn dabei raus? Also das Ergebnis war ganz eindeutig. Eher Suizid. Ja, in Badewannen werden hauptsächlich Selbsttötungen oder plötzliche Todesfälle aus innerer Ursache, das hat man ja damals schnell ausgeschlossen, aufgefunden. Also Herzinfarkt beispielsweise. Ja, Herzinfarkt in der Badewanne und dann ertrinken im hilflosen Zustand oder eben sterben an dem Herzinfarkt. Also darum ging es aber nun gar nicht mehr. Und selbstverständlich sagt auch die Statistik alleine nichts darüber aus, wie es im Fall Barschel nun im Einzelnen wirklich war. Also was da wirklich passiert ist. Selbstverständlich gibt es im Badezimmer und in der Badewanne gelegentlich auch Opfer von Tötungsdelikten, die dann in der Badewanne entdeckt werden, weil sie auch zum Beispiel da abgelegt werden. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt das deutlich seltener vor als eben der Suizid nach eurer Untersuchung. Ja klar, die Statistik ist da ganz, ganz eindeutig Richtung suizidalen Geschehen in der Badewanne. Wir haben unter anderem auch geprüft noch, ob die Tatsache, dass eine Person bekleidet in der Badewanne gefunden wird, ein Hinweis darauf ist, dass die Gewalteinwirkung von fremder Hand vorliegt oder eher ein Suizident bekleidet ins Wasser geht. Was stellst du dir da vor? Ja, ich stelle mir vor. Wie würdest du es machen? Also am besten gar keinen Suizid, aber ich stelle mir vor, dass derjenige, der Suizid begehen will, möglichst nicht nackt aufgefunden werden möchte, wenn die Leute dann später kommen.
Ja, ne? Gut. So ist es vermutlich auch. Ja, ich habe also viele gefragt und einige sind tatsächlich der Meinung, bekleidet in der Badewanne spricht eher für Tötungsdelikt, aber das ist nach unseren sorgfältigen Untersuchungen nicht richtig. Unsere damaligen Studien haben ganz eindeutig bestätigt, findet man in einer mit Wasser gefüllten Badewanne eine bekleidete oder teilbekleidete Person, dann spricht dies eher für ein suizidales Geschehen. So in dem Sinne, wie du das jetzt gerade auch erzählt hast, man möchte als Leichnam nicht so gerne nackt aufgefunden werden. Ja, also Untersuchungsergebnis hin, Studie her, im Fall Barschel wollen seine Witwe und sein Bruder, wie sie sagen, weiterhin nach der Wahrheit forschen. Das ist ein wörtliches Zitat. Sie sind nämlich überzeugt, dass Barschel kein Suizid begangen habe. Ja, die Familie wollte nach Bekanntwerden der Obduktionsergebnisse aus der Schweiz unbedingt eine zweite wissenschaftliche Meinung einholen. Es ging also um eine Nachsektion, eine zweite Leichenöffnung. Übrigens in anderen Ländern gang und gäbe, zum Beispiel in England oder in den USA. Die Frage war nun, welche Experten über besonders umfangreiche Erfahrungen mit solchen Nachsektionen und Nachbegutachtungen verfügen. Man hat da durchaus auch international gesucht, aber die Wahl fiel letztlich auf Professor Werner Jansen aus Hamburg. Bestimmt eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, kann ich bestätigen. Also Jansen hat sich wiederholt als Mann für besonders diffizile Fälle herausgestellt. Zum Beispiel, das war ja in der damaligen Zeit spektakulär, etwa im Zusammenhang mit Todesfällen aus dem Bereich der Bader-Meinhof-Problematik oder Todesfällen aus der Bader-Meinhof-Gruppe. Und Barschel hat sich insbesondere auch einen Namen gemacht mit Untersuchungen an Barschel? Der... Barschel? Jansen? Ja, Jansen. Klar, also Jansen hat sich einen Namen gemacht mit Untersuchungen an Todesfällen an der innerdeutschen Grenze. Und Jansen war allerdings damals gerade nicht in Hamburg, er war im Ausland. Er war aber sofort bereit, als ich ihn angerufen habe, für die Obduktion nach Hamburg zurückzukommen. Und der Leichnam von Uwe Barschel wurde deswegen aus der Schweiz ins Institut für Rechtsmedizin am UKE gebracht. Ja, und du warst an dieser Nachsektion maßgeblich mit beteiligt. Kannst also wirklich aus eigenem Erleben jetzt sprechen. Genau, ich habe damals sozusagen die gesamte Handarbeit verrichtet und da gab es viel zu untersuchen, zu schneiden, zu präparieren. Also als Team waren wir zu dritt, Werner Jansen, dann auch noch der Toxikologe Achim Schmold und ich als Oberarzt, als spezielle Vertrauensperson der Familie Barschel, war ein weiterer Rechtsmediziner aus Kiel als unabhängiger Beobachter dabei. Der hat uns also genau auf die Finger geschaut. Wie muss man sich denn so eine Nachsektion vorstellen? Weil eigentlich gibt's ja schon ein Ergebnis. Was macht ihr anders? Ja, erst nochmal zu unserem Team. Ich will auch nochmal ein paar Worte verlieren über Achim Schmold. Der war damals Leiter unseres toxikologischen Labors und ich finde der beste Toxikologe und Pharmakologe überhaupt. Na gut, ich selbst war der leitende Oberarzt und damit zuständig für Koordination und Dokumentation. Und wie haben wir das Ganze gemacht? Also bei jeder Obduktion werden am Ende alle Leichenteile, die untersucht worden sind, in den Körper zurückgegeben, abgesehen von den Teilen und Körperflüssigkeiten, die für weiterführende Untersuchungen benötigt werden. Da geht es vor allen Dingen um mikroskopische Untersuchungen von kleinen Gewebestücken, also Untersuchungen
an Dünnschnitten mit starker Vergrößerung. Und es geht in diesem Fall, speziell bei Barschel, um chemisch-toxikologische Untersuchungen. Manchmal geht es auch um spurenkundliche Untersuchungen, also DNA, technische Analysen und sonstige molekularbiologische und biochemische Untersuchungen. Und im Fall von Barschel hatten die Schweizer Rechtsmediziner Material für derartige Untersuchungen zurückbehalten, aber sie hatten ansonsten tatsächlich alle inneren Organe in den Leichnam zurückgegeben. Und wir konnten tatsächlich alles untersuchen. Das, was die in der Schweiz zurückbehalten hatten, haben sie uns dann nachträglich auch noch zur Verfügung gestellt. Da ging es zum Beispiel um eine Urinprobe. Nur als ein Beispiel. Und wir haben im Rahmen dieser Nachsektion dann die ursprünglichen Maßnahmen der Schweizer erheblich ausgedehnt. Was bedeutet das konkret? Wie lange dauert so eine Obduktion denn üblicherweise und wie lange habt ihr gebraucht und warum? Naja, üblich sind so bei gerichtlichen Sektionen 2 bis 3 Stunden. Das kommt auf die Sachlage im Einzelfall drauf an. Wenn sehr, sehr viele Verletzungen da sind, dauert es auch mal länger. Aber hier im Fall von Barschel haben wir weit mehr als doppelt so lange gebraucht wie üblich. Mhm. Unter anderem lag das daran, dass wir auch sehr umfangreiche Untersuchungen im Bereich von Haut, Unterhautfettgewebe, Muskeln, Sehnen und Knochen vorgenommen haben. Wir sind sozusagen quadratzentimeterweise vorgegangen und haben gezielt wirklich am gesamten Körper von vorne, hinten, im Bereich der Extremitäten nach Verletzungen gesucht wie Unterblutungen oder auch Nadeleinstichstellen. Also quadratzentimeterweise, so hast du das eben gesagt, das klingt wirklich sehr gründlich. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass uns auch nicht die kleinste Verletzung entgangen ist. Auch die Untersuchung der Organe hat länger gedauert als üblich. Zunächst mussten wir ja die Arbeit der Schweizer Rechtsmediziner nachvollziehen. Die waren nach dem üblichen Schema vorgegangen und hatten das ja auch sehr schnell als Suizid klassifiziert. Und wir haben tatsächlich auch an den inneren Organen sozusagen alles in kleinste Scheiben geschnitten und dann auch weitere Materialien aufgehoben, um toxikologische Untersuchungen vorzunehmen. So haben wir zum Beispiel auch Flüssigkeit aus dem Wirbelkanal gesichert, also Liquor, und auch Flüssigkeit aus dem Auge, weil es ja auch nicht nur darum ging, an den inneren Organen jetzt chemische Substanzen nachzuweisen, sondern in den verschiedenen Körperflüssigkeiten. Alle Vorgänge wurden zudem sehr ausführlich protokolliert und fotografisch dokumentiert. Das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, und so habt ihr bei eurer Nachsektion erneut einen ganzen Medikamentencocktail nachgewiesen. Dabei waren Psychopharmaka dabei und weitere Substanzen in tödlicher und potenziell tödlicher Konzentration. Sehe ich das richtig? Ja, ich habe ja die verschiedenen Substanzen vorhin schon mal aufgezählt sozusagen. Zweifelsfrei todesursächlich waren das Schlafmittel Cyclobarbital und die Beruhigungstabletten Pyrethidion. Ja, will ich jetzt nicht buchstabieren. Besser nicht. Der Brechreizhemmer, die Phenhydramin und das Neuroleptikum, das ist auch so eine Medikamentengruppe, die vor allen Dingen an psychisch Kranke gegeben wird, also dieses Neuroleptikum Perazin, haben die Wirkung der anderen Substanzen noch weiter verstärkt. Könnte es sich dann um eine versehentliche Überdosierung gehandelt haben? Nee, also das ist bei einem bewusstseinsklaren Menschen völlig ausgeschlossen. Angesichts der nachgewiesenen Substanzmengen ist das gar nicht denkbar. Also auch jemand, nehmen wir mal an, jemand ist gewöhnt, ordentlich Medikamente einzunehmen, nimmt jeden Abend seinen Schlummertrunk.
dann nein, trotzdem also die, nicht? Nein, die Mengen waren eindeutig zu groß, das war eindeutig tödlich. Ebenso unwahrscheinlich ist die Möglichkeit einer unbemerkten Beibringung. Das kann man sich so überhaupt nicht vorstellen, das war ja ein ganzer Cocktail. Außerdem, um das auch nochmal aufzuführen, jetzt unsere Überlegungen damals, die Auffindungssituation, um die nochmal ins Bewusstsein zurückzurufen, die Auffindungssituation und der Medikamentencocktail waren nun vor allen Dingen vereinbar mit diesbezüglichen Hinweisen von Sterbehilfeorganisationen. Und die schlagen ausdrücklich eine gestaffelte Medikamenteneinnahme in so einem Cocktail vor. Allerdings mehrere Gläser hintereinander getrunken von dem Cocktail sozusagen. Das heißt dann also erst ein Mittel zur Entspannung und zum Verhindern des Erbrechens und dann die tödlichen Substanzen. Genau so oder so ähnlich. Darüber hinaus werden, also gerade auch von den Suizidhilfeorganisationen, kombinierte Einwirkungen beschrieben, also die Einnahme mehrerer Medikamente, um völlig sicher zu gehen. Und dann gehört dazu auch noch die Situation, dass man sich in eine mit Wasser gefüllte Badewanne legt, um zusätzlich einen Ertrinkungsvorgang herbeizuführen, also wenn die Person bewusstlos wird, schlaff wird und dann im Wasser untersinkt. Aber zu einem Untersinken des Körpers ist es im Fall Barschel ja nicht gekommen. Das sieht man ja auf diesem berühmten Foto, dass die Atemöffnungen oberhalb der Wasseroberfläche liegen. Ja, der Körper war sozusagen in der Badewanne etwas verkeilt. Dementsprechend haben wir auch keinerlei Ertrinkungsbefunde erhoben. Das ist ja ein sehr typisches Bild, die Ertrinkungslunge. Also es war kein Wasser eingeatmet worden. Mhm. Aber Uwe Barschel hat noch stundenlang im Wasser gelegen, was wirklich ungewöhnlich war. Er hat diesen ausgedehnten Cocktail im komatösen Zustand gewissermaßen sterbend noch so weitgehend zeitlich gesehen überlebt, dass bei ihm eine Bronchitis und eine beginnende Lungenentzündung entstanden. Gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das vorbestehend war. Ja, da muss er wirklich sehr lange im Wasser gelegen und überlebt haben, diese Vergiftung. Ja, wir haben unsere Nachsektion damals dann in einem sehr ausführlichen Protokoll festgehalten und alle Untersuchungsergebnisse auf 55 Seiten dokumentiert. Und was ist jetzt mit diesen 55 Seiten passiert? Die Auftraggeber waren ja die Angehörigen von Uwe Barschel, also seine Witwe und sein Bruder. Genau, denen haben wir unsere Untersuchungsergebnisse auch mitgeteilt und ihm das Protokoll übergeben und auch alle Fotos, ausschließlich der Familie und ihrem Anwalt und niemanden sonst. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Aber Sie waren später in unterschiedlichen Medien zu lesen. Genau, das ist merkwürdig. Um das aber nochmal zu sagen, die Informationen kamen ganz klar nicht von uns aus der Rechtsmedizin, dafür lege ich die Hand ins Feuer, nicht von mir, nicht von Schmold, nicht von Werner Jansen. Wir haben niemanden auch nur ein Sterbenswörtchen über unsere Untersuchungsergebnisse mitgeteilt. Das war ja auch klar, wir hatten einen privaten Auftrag gehandelt und sind der Familie gegenüber zum Schweigen verpflichtet. Die ärztliche Schweigepflicht lässt das nicht zu. Also ihr habt das sehr, sehr ernst genommen, so verstehe ich das jetzt. Absolut. Naja, na klar, das ist die Voraussetzung für unsere Tätigkeit und dafür stand Werner Jansen damals, der hat uns da in jeder Hinsicht dazu verdonnert. Auf der anderen Seite, also vom Ergebnis her, sind einzelne Untersuchungsergebnisse sehr frühzeitig in die Medien lanciert worden. Und zwar vor allen Dingen Untersuchungsergebnisse, mit denen eine Mordtheorie untermauert werden konnte. Mhm. Es hieß zum Beispiel, und ich weiß nicht, wie das in die Medien kommt, bei der Untersuchung, der Nachuntersuchung seien
zwei weitere Hämatome entdeckt wurden am Hinterkopf und am Rücken Barschels. Ja, also man kann da natürlich eine Theorie haben, aber wir wissen es nicht. Unterschiedliche Autoren haben jedenfalls daraufhin geschrieben, diese Verletzung, die du gerade erwähnt hast, die beiden Hämatome, seien Zeichen äußerer, unnatürlicher Gewalteinwirkung. Und dann wurde die Theorie entwickelt, dass diese Hämatome durch einen Sandsack entstanden seien und zur Bewusstlosigkeit geführt haben sollen bei Barschel. Und dann hieß es weiter, die Schweizer Mediziner, die ja die erste Obduktion durchgeführt hatten, wir erinnern uns, die hätten jetzt diese Verletzung übersehen und folglich hätten sie geschlammt. Was sagst du dazu, zu diesem Vorwurf? Nein, ausdrücklich nicht. Und zur Ehrenrettung der Schweizer Kollegen, also bei der Polizei ist ja ein bisschen was schiefgelaufen, aber das Sektionsprotokoll, das war gut dokumentiert, nicht so ausgedehnt wie von uns, aber im üblichen Standard. Und aus unserem Gutachten ging jetzt auch was ganz anderes hervor, nämlich, dass die Verletzungen da oben am Kopf erst nach dem Tode entstanden sind durch die Präparation in der Schweiz sowie bei der anschließenden Lagerung und beim Transport des Leichnams. Also nichts irgendwie mit Gewalteinwirkung. Naja, jedenfalls nicht zu Lebzeiten. Ja. Mitnichten waren sie Hinweis darauf, dass jemand Barschel verletzt hatte, sei es in der Badewanne oder vorher, oder ihn gar ermordet hätte. Dieses sehr spezielle Detail, dass die Hämatome postmortal entstanden sind, haben wir nach diesen merkwürdigen Presseberichten dann allerdings bekannt gegeben, sozusagen als Richtigstellung. Wir haben uns dazu entschieden, um wilden Spekulationen entgegenzuwirken und haben damit nur eindeutige Fehlinterpretationen und Falschmeldungen zurechtrücken wollen. Also sozusagen auch zu unserer Ehrenrettung, ehrlich gesagt. Mhm. Die ursprüngliche Veröffentlichung der falschen Ergebnisse kam definitiv nicht von unserer Seite. Trotz eurer Ergebnisse, dass vieles für Suizid spricht und ihr keinerlei Hinweis für einen Mord gefunden habt, haben die Befürworter der Mordthese aber trotzdem an ihrer Einschätzung festgehalten. Die haben auf Gerüchte verwiesen, nach denen Barschel komplizierte Geschäftsbeziehungen in den Nahen oder Mittleren Osten unterhalten hat und auch im Waffenhandel mit dem Iran eine Rolle gespielt habe. Da gab es ja nun einige merkwürdige Theorien. Ja, also zum Beispiel soll ein ehemaliger Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad behauptet haben, Barschel sei Opfer eines Mossad-Tötungskommandos gewesen sein. Und man weiß ja, dass der Mossad hochprofessionell arbeitet und für alle Spezialisten hat. Mhm. Wieder andere haben wegen der zahlreichen Reisen des Politikers in die damalige DDR übrigens darüber spekuliert, er könnte sich die Stasi zum Feind gemacht haben, was allerdings auch nicht belegt wird. Und um das noch zu sagen, eins von den Medikamenten, die wir nachgewiesen haben bei Barschel, wurde übrigens damals auch nur noch in der DDR verordnet. Das gab es übrigens im Westen gar nicht mehr. Aber soweit ich weiß, ist er durchaus kreativ darin gewesen, sich Medikamente zu beschaffen, auch wenn die vielleicht nicht ganz so leicht zu bekommen sind. Gut, genau. Das heißt, er habe die sozusagen gehortet. Die an einen Mord glauben, die führen auch die unklare Spurenlage an, die es in dem Hotelzimmer gegeben hat. Diese Flasche Wein, die war ja unauffindbar, du hast es vorhin schon erwähnt. Und es wird im Flur des Hotelzimmers ein ausgerissener Hemdknopf gefunden. Und manche wundern sich auch über die Position von Barschels Schuhen. Die stehen nämlich in getrennten Räumen. Einer ist geschnürt, der andere nass und offen. Und dann gibt es ja ein Hämatom, von dem es heißt, es könnte durch Gewaltanwendung entstanden sein.
Ja, also die äußeren Umstände, da gab es sicher viele, viele Merkwürdigkeiten. Ich will hierzu generell Folgendes sagen. Also wenn man davon ausgeht, dass Barschel die Medikamente selbst genommen hat, dann hat er sich da auch in einem sogenannten Durchgangssyndrom befunden, wo er im Detail sicherlich nicht mehr gewusst hat, was er so getan hat, bis er in die Badewanne gegangen ist. Dieser Medikamentencocktail hatte starke Auswirkungen auf die Psyche. Das kann man verstehen, ja. Ja, ein Schweizer Gutachter, die ja schon dieses Hämatom an der Stirn festgestellt haben, hatte ausdrücklich so als Erklärung darauf hingewiesen, dass das durch ein Krampfgeschehen während des komatösen oder präkomatösen Zustands entstanden sein könnte, durch Anschlagen des Kopfes. Uns, also Werner Jansen und mir, erschien diese Erklärung ebenfalls plausibel. Ich möchte aber betonen, Krampfgeschehen, nicht Kampfgeschehen. Ja, genau. Ne? Krampfgeschehen, gut. Und auch für alle anderen angeblichen Ungereimtheiten gibt es nach Überzeugung von erfahrenen Ermittlern plausible Erklärungen, die jedenfalls nicht gegen Suizid sprechen. Hätte Barschel denn ein Motiv für einen Freitod gehabt? Ich denke, aus dem, was wir eingangs gesagt haben, ergibt sich das. Aber es gibt ja auch Leute, die sich professionell mit solchen Analysen beschäftigen. Ja, genau. Dazu sind damals eine ganze Reihe von Psychiatern befragt worden und man hat auch Suizidforscher dazu interviewt. Die nannten unter anderem als denkbare Motivkonstellation Ehrverlust, verlorenen Einfluss, verlorenes Ansehen, passgerecht zu der Persönlichkeit von Barschel, wie sie beschrieben wurde. Der berufliche und gesellschaftliche Absturz Barschels war ja nun auch ganz erheblich. Ja, und nach diesen ganzen Untersuchungsergebnissen wird also ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, das auf Betreiben der Familie Barschel eröffnet worden ist, schließlich eingestellt. Die Begründung von Seiten der Staatsanwaltschaft zu der Einstellung des Verfahrens heißt damals, erfolgversprechende Ermittlungsansätze wurden nicht mehr gesehen. Ja, aus dieser Formulierung geht ja allerdings nicht ganz klar hervor, in welche Richtung man noch Ermittlungsansätze gesucht hat. Also Suizid oder Fremdtötung, es ging von Seiten der Staatsanwaltschaft natürlich um Fremdverschulden, muss man ganz klar sagen. Mhm. Bis dahin hatten sich aber auch noch diverse andere Wissenschaftler zu dem Fall Barschel zu Wort gemeldet. Zweifel am Suizid wurden insbesondere von einem Züricher Toxikologen geäußert. Das war damals der Professor Hans Brandenberger, ein sehr bekannter, hochgeachteter Wissenschaftler, den die Familie Barschel auch noch zusätzlich mit einer weiteren Begutachtung betraut hat. Und Brandenberger hat einmal alle Medikamente und deren Mengen, die wir so festgestellt hatten, bestätigt. Auf der anderen Seite wurde von Brandenberger allerdings geäußert, dass insbesondere eine der nachgewiesenen tödlichen Drogen zeitlich gesehen erst deutlich später eingenommen worden sein muss als die anderen Substanzen. Dabei handelt es sich um dieses mehrfach zitierte Cyclobarbital, ein sehr stark wirksames Schlafmittel aus der Gruppe der Barbiturate, die übrigens schon seit langem nicht mehr gegeben werden. Brandenberger hat seinerzeit behauptet, Uwe Barschel müsse bei der Einnahme des Cyclobarbital schon bewusstlos gewesen sein. Er kann es also dann, wenn er bewusstlos war, nicht selber eingenommen haben, sondern das muss ihm zugeführt worden sein. Und die Schlussfolgerung daraus war, dass man dem Bewusstlosen das letztlich tödliche Gift nachträglich mittels Magensonde verabreicht hat.
Also soweit die Theorie von Professor Brandenberger, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Mittels Magensonde habt ihr denn dafür bei der Sektion Anhaltspunkte gefunden, die diese Theorie bestätigen könnten? Nein, nichts dergleichen. Wie gesagt, wir haben sehr sorgfältig präpariert. Wir haben in der Mundhöhle, im Bereich der Speiseröhre, im Bereich der Magenschleimhaut alles genau untersucht. Und wir haben an der Magenschleimhaut auch gewisse Veränderungen gefunden. Aber die hatten überhaupt nichts mit einer angeblichen Magensonde zu tun. Da haben andere wiederum die von uns beschriebenen Befunde völlig willkürlich, also von uns niemals akzeptiert, fehlinterpretiert. Und nach unserer Überzeugung nach wie vor, so wie auch nach der Überzeugung einer ganzen Corona von weiteren Toxikologen, sowohl aus Genf, dann auch aus Lübeck, wo ja das Ermittlungsverfahren geführt wurde, und aus München, auch die wurden noch mit einer Nachuntersuchung beauftragt. Also nach Meinung all dieser anderen Experten können die Konzentrationsverhältnisse der nachgewiesenen Substanzen im Blut, im Mageninhalt, im Urin, überall durchaus so erklärt werden, dass Barschel die Einnahme selbst gesteuert hat, durchaus zeitlich gestaffelt, wie ja auch üblich bei derartigen programmierten Suiziden, wie von Sterbehilfeorganisationen empfohlen, eine gestaffelte Einnahme. Professor Werner Janssen, der ja damals die Obduktion Barschels in Hamburg zusammen mit dir ausgeführt hat, der hat seine Erkenntnisse später folgendermaßen beschrieben, und zwar sehr eindeutig Klartext gesprochen. Es war Suizid, hat Janssen in der Wochenzeitung Die Zeit gesagt. Und ich zitiere weiter, für eine andere Annahme gab es keine Anhaltspunkte. Und er erinnerte sich in diesem Text, dass die Sektion damals 6 bis 8 Stunden gedauert habe. Ja, Werner Janssen hat eisern geschwiegen, im Grunde jahrzehntelang, ehe er sich dann letztlich mal geäußert hat, sozusagen als nach Jahrzehnten die Aktenlage geöffnet war. Nicht von ihm, sondern von anderen. Mhm. Und die Sektion hat also 3-mal so lange gedauert wie sonst üblich. Das kann ich sagen. Und wir haben jetzt also eine ganz besonders gründliche und aufwendige Obduktion. Wir haben eine Vielzahl von Untersuchungen. Eigentlich sollte man da natürlich meinen, der Todesfall Barschel sei damit hinreichend dokumentiert. Es gibt auch eine Menge Literatur. Der Fotograf dieses berühmten Fotos hat Originaldokumente abgedruckt. Dann gab der damals ermittelnde Oberstaatsanwalt hat auch noch darüber geschrieben und der hat ein Buch veröffentlicht, Ein Mord, der keiner sein durfte. Ja, aus meiner Sicht nochmal, das ist wirklich sehr merkwürdig. Aus dem Buch von Knauer ergibt sich, dass im Grunde ja alle Originaldokumente offengelegt worden sein müssen. Und nochmal, niemals von uns. Von daher ist die Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, wie diese Dokumente sämtlich, also alle 55 Seiten letztlich in die Medien gekommen sind. Der Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein, Erhard Rex, hat damals in seiner Rolle als Vorgesetzter von allen Ermittlern eine Dokumentation des Barschel-Verfahrens herausgegeben. Und in dieser aus meiner Sicht finde ich abschließenden Dokumentation geht hervor, das sagt Rex wörtlich, mysteriöse Mordtheorien brechen bei nüchterner Betrachtung zusammen. Der Tod von Dr. Uwe Barschel bleibt rätselhaft. Es kommt auf Fakten an, keine Interpretation. So also der Generalstaatsanwalt.
Und hiermit befasste Psychiater haben seinerzeit den Tod Barschels als klassischen Suizid eines gescheiterten, schwer narzisstischen Menschen in einer ausweglosen Situation bezeichnet. Das ist ja auch eine klare Ansage, würde ich sagen. Ja, noch einmal zu dieser ganzen Reihe merkwürdiger Fälle, die man ja so aus der Geschichte geradezu kennt, wie bei John F. Kennedy oder Marilyn Monroe. Es gibt immer wieder Todesfälle, bei denen der Tod auch noch nach Jahrzehnten in der Grauzone bleibt. Man überlegt, ob es nicht irgendwann mal neuere Untersuchungsmöglichkeiten geben kann, die Licht in das Dunkel bringen. Im Fall Barschel sehe ich das nicht, weil keinerlei Spuren oder Überreste mehr vorhanden sind, die noch mit neueren Methoden gründlicher untersucht werden können. Nochmal, für einen Rechtsmediziner zählen als eindeutige Beweismittel nur die Fakten. Für mich persönlich sind das vor allen Dingen die eigenen Sektionsergebnisse, mikroskopische Untersuchungsbefunde und Laboranalysen. Das sind die Fakten. Die sonstigen äußeren Umstände eines Falles sind manipulierbar und interpretierbar. Die Zeugenangaben aus dem persönlichen Nahbereich sind unter Umständen oder meistens subjektiv gefärbt. Die können es zumindest so sein. Und sonstige Spekulationen, zum Beispiel über politische Verwicklungen, die verwischen das Bild, die verwischen den Blick für das wesentliche Ergebnis der Sektion und der toxikologischen Analytik. Nochmal, es geht um Faktencheck. Fakten, Fakten, Fakten. Tote schweigen nicht und Tote lügen nicht. Das sind die Titel von unseren Büchern. Und der Tod gibt keine Ruhe. Auch das gilt ja in diesem Fall. Der Fall Barschel kommt nicht zur Ruhe. Und die Wahrheit ist der beste Krimi. Jetzt hast du wunderbar nochmal alle unsere Buchtitel genannt. Sowieso empfehlen wir natürlich unseren Hörern auch, dass sie sich auch unsere Bücher kaufen mögen und wo wirklich super spannende Fälle drinstehen, wie dieser Fall, über den wir eben so lange geredet haben. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und einen nächsten Podcast über einen weiteren spannenden Fall mit dir und sage Tschüss und vielen Dank. Ja, so einen wie den Fall Barschel wird es aber, denke ich, nicht wieder geben. So im politischen Raum war das tatsächlich ein ganz besonderer Fall für mich. Und tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.